Kaira G. wurde nur 14 Jahre alt. Wie von Sinn muss der Angreifer auf die begeisterte Eisschnellläuferin eingestochen haben. Angeblich mehr als 20 Mal. Ihre Mutter findet das Mädchen am Mittwochabend schwer verletzt in der gemeinsamen Wohnung. Sie hat Rettungskräfte und Polizei alarmiert. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen ist die 14-Jährige in der Wohnung ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Mutter erleidet einen Schock, wird psychologisch betreut. Zu möglichen Tatverdächtigen wollen sich die Ermittler der Mordkommission nicht äußern. Sie gehen offenbar aber von einer Beziehungstat aus. Nachbarn wollen im mutmaßlichen Tatzeitraum einen lauten Streit im Haus gehört haben. Die 14-Jährige ist schwer verletzt in der Wohnung aufgefunden worden, sodass es darauf schließen lässt, dass Fundort und Tatort identisch sind. In der Eislaufhalle, wo Kaira noch bis vor kurzem trainierte, haben Freunde und Teamkollegen Blumen niedergelegt. Erst im Januar hatte die Schülerin die Berliner Meisterschaften im 1500-Meter-Lauf gewonnen.